Hallo, herzlich willkommen bei CSI Automotive. Wir haben heute die BMW 3er-Reihe am Start. Das Auto kennt ihr vielleicht noch aus dem vorhergehenden Video. Und heute bekommt ihr von uns einmal das Update für die Fahrzeugfront. Wie ich die Cup-Spoilerlippe montiere, seht ihr nach dem Intro. Ich habe jetzt hier unsere Cup-Spoilerlippe in der Hand. Die ist natürlich kompatibel für die Touring und auch Limousine, ne? Also G20 und G21. Und wie immer, bevor wir jetzt irgendwelche Bauteile montieren, prüfen wir zuerst die Passgenauigkeit. Jetzt kann man hier schön sehen, wenn er anliegt, dass man hier eine optimale Spalt habe und auch hier hinten einen super Abschluss. Und das Ganze auch hier an der Fahrzeugfront geführt. Sieht sehr gut aus. Ebenso auf der anderen Seite. Also einwandfrei. Können wir dementsprechend so montieren. Und jetzt tun wir die Löcher bohren als nächstes. Jetzt fange ich an, die Löcher zu bohren. Dafür nehme ich am besten meine Unterlegscheibe. Dann habe ich nämlich hier ein perfektes Abstandsmaß. Warum hier weit vorne? Damit der Fahrtwind später den Spoiler nicht runterziehen kann. Deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Bohrung und auch die Niete so weit wie möglich nach vorne setzt. So, und jetzt haben wir auch noch genügend Lametta fürs bevorstehende Weihnachtsfest. Und schon können wir die Schutzfolie abziehen. Und jetzt kommt uns auch wieder hier ein schönes Hochglanzschwarz entgegen. Und im nächsten Step übertrage ich jetzt die Löcher ans Fahrzeug und kann sie dann direkt festnieten. Hier ist es jetzt wichtig, dass man natürlich die Kontur richtig übernehmen, weil wenn man jetzt die Löcher übertrage, dann sitzt der Spoiler an der Stelle und wenn wir jetzt hier sonst uns vermessen, dann sieht es nicht so schön aus. Deswegen achtet darauf, dass hier die Kante schön sauber anliege überall. Ich fixiere mal das jetzt noch mit einem Stück Tape. Und auch hier lieber noch zweimal kontrolliere, damit man wirklich ein perfektes Sitz habe. Und dann arbeiten wir uns von der Mitte nach außen durch, damit, wenn wir jetzt irgendwie eine Art Wellebildung haben, dass man die Welle nach außen sieht. Wenn euch sowas wie hier jetzt passiert, dann könnt ihr das ganz normal mit einer Flex oder mit einer feinen Säge hier abtrennen und dann ist der Stift natürlich wieder weg. Nachdem ich alle Niete jetzt befestigt habe, können wir natürlich auch das Klebeband hier abziehen. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann lassen wir das gute Stück mal herab. Und damit das Ganze natürlich schön sauber aussieht, nehme ich jetzt direkt unseren Spezialreiniger, den wir auch für euch im Angebot haben. Eignet sich super, um jetzt die Fingertatscher natürlich wegzumachen und ist geeignet für alle glänzenden Oberflächen. Das könnt ihr also auch problemlos hier auf den Lack sprühen und sogar auf der Scheibe funktioniert es ganz gut. Ergebnis kann sich sehen lassen. Und wenn wir jetzt gleich fertig sind, könnt ihr euch in Ruhe noch den Carbon reinziehen dazu. Und natürlich bei den Touring-Modellen nicht vergessen, nochmal der Heckflügel, den wir ebenfalls im Angebot haben für M-Paket und Fahrzeuge ohne M-Paket. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die Cup-Spoilerlippe am Fahrzeug gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!